Ja, herzlich willkommen zu den neuesten News hier der Formel 1 Talk. Ist heute am 3.2.2014. Und ja, wir haben eine News rausgesucht, die, ja, man so oder so sehen kann. Auf jeden Fall hat die Formel 1 50 Millionen TV-Zuschauer im Jahr 2013 verloren. Ja, die Gründe dafür, unter anderem zum Beispiel, sollen die Dominanz von einem Sebastian Vettel in der zweiten Saisonhälfte sein. Und anderem wiederum eben halt, dass die TV-Übertragung hauptsächlich verschoben worden sind in einigen Bereichen. So ein bisschen wird allerdings angedeutet, dass wohl eher die Dominanz der Grund dafür sein möchte, also von Red Bull, dass 50 Millionen Zuschauer weniger sind. Doch, ja, man muss dazu sagen, dass viele TV-Sender speziell im Jahre 2013 auf private Bezahlsender gegangen sind. Also in England ist das ja jetzt schon, glaube ich, seit zwei Jahren, glaube ich, schon so, dass dort eben halt nicht mehr auf der BBC ausgestrahlt wird, sondern die Rennen, sondern zum Teil jetzt nur auf Sky Sport. Und ja, natürlich nicht jeder wirklich normal, jeder Mensch, sage ich jetzt einmal, hat Interesse, jeden Monat 30, 40 Euro bloß zu bezahlen, damit er die Formel 1 sehen kann. Würde ich auch nicht wirklich, ich wüsste selbst nicht, ob ich das machen würde. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Grund und das macht allein schon mal knappe 48 Millionen Zuschauer aus, die allein durch diese Umstrukturierung auf die privaten Sender Verluste haben. Natürlich gab es auch Gewinne, zum Beispiel 10 Millionen Zuschauer mehr Gewinn in den USA. Und ja, in Japan, nee, nicht in Japan, in China allein sind, glaube ich, knappe 28 Millionen, glaube ich, verloren gegangen oder sowas. Oder 28 Millionen Zuschauer. In Frankreich waren es sogar gar 6 Millionen Zuschauer, die weniger geschaut haben im Jahre 2013, eben halt durch diese privaten Sender. Und ja, also ich persönlich glaube nicht wirklich daran, dass Red Bull die der Grund dafür ist, warum so wenig Leute die Formel 1 geschaut haben im Jahre 2013, sondern ich glaube eher, dass wirklich der Grund ist, dass es eben halt auf diese privaten Bezahlsender geht, wo nicht wirklich jeder Interesse dran hat, das zu bezahlen. Und ja, ihr könnt aber gerne eure persönliche Meinung dazu schreiben. Wie seht ihr das? Pay-TV oder doch lieber freies TV? In Deutschland haben wir eben halt das Glück, diese Option frei zu wählen. Wir können entweder auf Sky oder auf RTL schauen. Schreibt einfach in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin einfach mal. Ciao, ciao.